Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und begrüße euch recht herzlich zurück bei The Banner Saga, wo ich gerade stinksauer bin, weil sich ganz, ganz viele Events jetzt gerade überschlagen haben. Und der Gute, mit großen, großen Anführungsstrichen, Onef, einfach mal Oddlife umgebracht hat, Rook ein Messer in den Bauch gerammt hat und gesagt hat, ich mag dich nicht mehr. Und, was soll ich da im Moment groß sagen, außer, what the fuck? So, wir holen uns mal den großen Krummer mit hier rüber. Avent können wir hier hinbringen, dann können die beiden sich in Ruhe um dieses Gepack hier kümmern. Du musst erst darüber, dann kann Krumre hier hin und sich wahrscheinlich frühzeitig um die Lady kümmern. Und Rook und Hogun machen hier auch noch irgendwie mit. Alter. Und ich bin stinksauer. Gerade. Also stinksauer. Da habe ich Gunulf blöd positioniert. Hätte ich Gunulf mit Ivar tauschen sollen, da habe ich gepennt. Naja, okay. Schauen wir mal. Sehr schön. Krumre kann sich hier mit aller Seelenruhe um die Lady kümmern. Und so schon mal die ganze Sache für uns ein bisschen aufbiegen. Und immerhin kann Krumre so auch schon mal ein bisschen für uns aufräumen. Hier kann der gute Kollege Reich der Einserwirbelwind, weil es eh nur zwei Ziele sind. Ja, das solltest du meinetwegen machen, das ist mir egal. Wir geben euch sowieso so richtig, richtig fettes Fubak, denn ihr seid Assis. Ganz simpel und einfach gesagt. Als wir, als Onif und Onef uns geholfen hat, Ekkil zu betrügen, war das ja so eine Sache, wo man fairerweise auch dazu sagen muss, das war natürlich auch nicht richtig von uns. Das habe ich ja auch im Nachhinein mehrfach nochmal so zu verstehen gegeben, dass ich die Sache so ein bisschen bereut habe. Aber da grundsätzlich dann da haben wir ein paar Vorräte geklaut und sind abgehauen und haben ihn später ja sogar mitgenommen und uns quasi als, ich sag mal, Wiedergutmachung dieser Angelegenheit haben wir uns dann so, ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorstelle und nicht irgendwie anders. Moment. Sehr schön. Das hat geholfen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diesen Jungs hier keine Gnade kenne. So. Jedenfalls haben wir da bei Onef uns, ich sag mal in Anführungsstrichen, entschuldigt. Nee, dem mache ich gar keinen Damage. Und dem mache ich auch gar keinen Damage. Die haben sich gegenseitig so gerüstet, dass der gute Mann mit seinen 15 Stärke bei beiden nicht durchkommt. Ist ja heftig. Ja, dann lass halt. Naja, auf jeden Fall haben wir uns bei Ekkil mehr oder weniger entschuldigt, dadurch, dass wir ihn mitgenommen haben, haben das Ganze mehr oder weniger wieder auch gut gemacht. Und, wie gesagt, ich habe das auch bereut, aber jetzt hat er einfach Leute abgestochen, wild irgendwelche Leute umgebracht, was überhaupt keinen, ich will nicht sagen Sinn ergibt, aber was einfach völlig aus dem Zusammenhang gegriffen auch war. Also, da habe ich kein Verständnis für solche Nummern. Und Ivar scheinbar auch nicht, der ist nämlich auch ziemlich sauer. Witzig ist, dass er hier die ganze Zeit den Damage zieht, während er die Rüstung anhat, die dafür sorgt, dass er eigentlich mehr Damage zieht. Aber okay. Mach mal Stufe 3 reparieren. Dann fangt ihr nämlich wieder von vorne an. Wer ist denn gerade dran? Ivar, alles klar. Fräst dem nochmal durch die Rüstung. Das müssen wir nämlich auch noch machen.
Gut, Krumre kann sich auch mal wieder einen vornehmen. Sehr schön. Brauchen wir gar keine extra Damage-Punkte? Mach einfach so. Ja, Gunnulf, hau einfach weg. Das hat wehgetan, mein Freund. Da kannst du ruhig den verbesserten Blutpflege machen, da haben wir gar nichts dagegen. Und Rook wird dir jetzt persönlich nochmal so richtig Schmerzen zufügen, aber so richtig. Der ist auf minus 21 Leben. Ich glaube, der ist ziemlich tot. Ja, also auf jeden Fall haben wir, hat er bei Ecke ja nichts. Ja, okay, Vorräte stehlen ist wahrscheinlich in dieser Welt auch sehr schlimm, aber letzten Endes hat er niemanden umgebracht, niemandem wehgetan an sich. Der ist völlig irre. Hallo, was ist mit Alette? Wo ist Alette? Brüllt Ivar, während er den nächsten Banditen zerschmettert. Du schleppst dich bereits an der Stelle, wo sie verschwunden sind, in den Wald und ignorierst den Kampf hinter dir. In einem Nebel von Schmerz befürchtest du, dass du ihre Spur schon verloren hast. Da hörst du Alette in einiger Entfernung schreien. Und dann nichts mehr. Du kämpfst dich durchs Unterholz. Auf einer kleinen Lichtung sitzt Alette mit dem Rücken an einem Baum. Ihre Hände und Kleider sind blutig. Sie starrt abwesend vor sich hin, ohne zu blinzeln. Neben ihr liegt Ones Leiche mit einem Pfeil im rechten Auge. Wohl von Hand dort versenkt. Sie sieht in deine Richtung und dann zu Onef. Ich habe ihn getötet, sagt sie. What the fuck? Alette, bist du in Ordnung? Du zuckst ebenso vor Schmerz zusammen wie bei Alettes Anblick nach ihrem blutigen Kampf gegen Onef. Nein, ich bin nicht verletzt. Ich hatte keine Wahl. Vater, deine Brust, du blutest. Plötzlich ist sie an deiner Seite und übt Druck auf die Wunde aus. Ja, ist das geil. Ich krieg das hin. Wo ist meine Nadel? Otlife, irgendjemand! Ivar, ich hab sie gefunden! Du siehst noch Avent, Ivar und Alette über dir stehen, dann wird alles schwarz. Ist so geil. Sie hat gerade irgendwen umgebracht, ist seelisch völlig am Ende und als erstes kümmert sie sich um Papa. Wie geil. Wird er es schaffen? Du öffnest die Augen, als du Alettes Stimme hörst. Normalerweise bei so einer Wunde. Ich hoffe bloß, dass ich genug tun konnte. Ich werde es überleben. Vater! Alette hält sich davon ab, dir um die bandagierte Brust zu fallen und zieht stattdessen deinen Kopf an sich. Das Sprechen fällt dir leichter, als du dachtest. Oh, ich finde das so süß gerade. Also ich bin wegen dieser ganzen Sache mit Ona ziemlich daneben, aber das, was da gerade passiert, finde ich schon ein bisschen rührend. Indes ein kleines Weichei. Und live? Wir hatten Glück, dass Avent hier war. Sie wird es überstehen, obwohl sie eine schlimme Wunde hat. Wir haben die meisten dieser verräterischen Hundesöhne getötet. Der Rest ist in die Wälder geflüchtet. Ich konnte eine Menge Leute nicht retten. Du hast getan, was du konntest, Avent. Niemand erwartet, dass du Tote auferstehen lässt. Avent legt sich eine Hand auf die gerunzelte Stirn. Warum hat Onef das getan, Rook? Er hat mit dir gesprochen, direkt bevor es passiert ist. Ja. Das ist eine gute Frage. Das würde mich hier wirklich sehr interessieren. Er hat es die ganze Zeit vor, könnte man fast vermuten. Ich weiß es nicht, wer gelogen und lügen ist nicht so im Sinne, vor allen Dingen nicht in dieser... Ich sag mal das da. Er dachte, mein Führungsstil würde uns töten. Verdammter Bastard. Und die ganze Zeit hatten wir keine Ahnung. Ekil hat selbst ein gutes halbes Dutzend von Onefs Männern getötet. Er hat mir gesagt, dass Frostweller die ganze Zeit von Onef regiert wurde. Onef hat Frostweller verlassen, als sich eine bessere Gelegenheit zu bieten schien. Er und Ekil sind wohl keine Verbündeten mehr. Onef ist ja auch wohl ziemlich tot. Ekil war immer nur der bellende Hund, den man im Hof hat, um herauszufinden, wer die Feinde sind. Es war kein Zufall, dass Onef es auf diejenigen aus Skugor abgesehen hatte. Er muss sich gedacht haben, dass er sich ohne uns einfach das Banner schnappen könnte und der Rest würde ihm folgen. Oder dass sie schlimmstenfalls die Vorräte nehmen und die anderen als Wüterköder dalassen würden. Wir müssen vorsichtiger sein. Wir können nicht mehr einfach jeden in die Karawane aufnehmen. Okay, das erklärt zumindest, warum Onef versucht hat, uns abzustechen, wenn er die Karawane sozusagen übernehmen wollte.
Wo willst du, was haben wir denn an Optionen? Nein, das ändert nichts, wir sind nicht wie er. Wo willst du die Grenze ziehen? Wir werden vorsichtiger sein. Wir sind nicht wie er, wenn ich ehrlich bin. Wäre eine gute Frage, aber ich weiß ja bei diesem Spiel, dass man immer nur eine Sache meistens nehmen kann. Wir werden vorsichtiger sein. Auch. Wir sind aber nicht wie er. Du bist anständiger als ich, Rook. Aber das ändert nichts daran, dass wir von Brüller verfolgt werden. Der Sumpf um Sigurholm könnte einen Vorsprung für uns bedeuten, aber wir müssen weiter. Jede Phase deines Körpers schmerzt, aber Ivar hat recht. Die Straße ruft. Die Karawane bricht bereits das Lager ab. Schön. Nicht. Ah, oh, ich kann Gespräche führen. Verschiedene. Habe ich mir fast gedacht. Mit Ikil und mit Oddlife. Und wir haben 41 Ansehen. Geil, wir können endlich mal wieder ein paar Heroes leveln. Erstmal Gespräche. Die Frau, Ladies first. Dass sie es überlebt hat. Geil. Was macht die Verletzung? Du bemerkst, wie Oddlife zusammenzuckt, als sie sich erhebt, um dich zu begrüßen. Der geht es schon viel besser. Lügner. Als ich sah, wie es passierte, war ich sicher. Ach, ich bin wirklich froh, dass du... Hättest du mich vermisst, Rook? Sie lächelt. Ohne Eivind wäre das alles gewesen, was du hättest tun können. Also musst du mich noch etwas länger ertragen. Es tut aber noch weh, das würdest du nicht glauben. Oh, vielleicht doch. Ich habe gehört, du hattest auch mal eine Stichwunde. Ich schätze, es hätte schlimmer ausgehen können. What the fuck? Oh ja, wie geht's deinem Mann? Das ist eigentlich eine gute Frage. Haben wir ewig nicht mehr uns drüber unterhalten. Ja, fragen wir doch mal. Und lass Lächeln erlischt. Tut mir leid, Rook. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht früher gesagt habe. Er ist in einer Toft gestorben. Es schien einfach der falsche Moment zu sein, um, du weißt schon, dir diese Bürde aufzuerlegen. Ich hätte es dir sagen sollen. Es war einsam ohne ihn. Ich bin froh, dass Alett um mich ist. Und du, Rook. Ja, damit sind wir offiziell jetzt, glaube ich, der neue Chef der Bande. Was hältst du von der Karawane? Du meinst, ob wir anfangen sollten, Leute rauszuwerfen? Schwierige Frage. Normalerweise wäre ich die Erste, die dich für so einen Vorschlag streng angucken würde. Andererseits habe ich ein Schwert in den Rücken gekriegt. Oddlife denkt nach, dann seufzt sie. Ich glaube, das sollte kursiv stehen. Schick niemanden weg. Aber pass gut auf Alett auf. Ja, gut, danke. Ich nehme dich beim Wort. Weißt du, du kannst mir gerne Gesellschaft leisten. Wenn ich etwas wacher bin. Ich meine, wir reden später. Ei, was sehe ich da? Naja, okay. Ekil bewegt sich die ganze Zeit von einem Punkt zum anderen. Egal, reden wir mit Ekil. Jan, wer da immer noch nicht tot ist. Wie läuft es denn, Rook? Ich weiß nie, was du denkst, Ekil. Wie ich höre, hast du geholfen, die Verräter zurückzuschlagen, als Onef uns angegriffen hat. Und seitdem frage ich mich, was hattest du davon? Ich bin nicht schwer zu verstehen. Warum fragst du mich nicht einfach? Ja, genau. Warum hast du uns nicht vor Onef gewarnt? Habe ich das nicht? Wie oft hätte ich ihn denn als Verräter bezeichnen müssen, bis du verstanden hättest? Was hätte ich sagen sollen? Vorsicht, ohne für deine ganze Familie umbringen? In die Details hat er mich nicht eingeweiht. So war er schon immer. Es hätte mich nicht einmal gewundert, wenn er versucht hätte, dich dazu zu kriegen, mich zu töten. Aber das muss ich nicht wissen, also behalte es für dich. Okay, warum bist du bei ihm geblieben? Ich weiß es nicht, Rook. Für die Familie macht man komische Sachen. Weißt du, was am schlimmsten ist? Seit er meine Schwester geheiratet, sind wir verwandt. Sie ist eines Tages an einem Fieber gestorben. Nein, ist sie nicht. Sie war nicht krank. Er hat sie umgebracht. Ich weiß nicht, warum er das getan hat. Womöglich war ihm einfach danach. Er war so wütend. Ich war so zornig, dass ich... Er sollte betteln. Ich hätte ihn ohne Federlesens töten können, aber das hätte nicht gereicht. Ihm sollte es schlecht sein deswegen. Er sollte sich die Gedärme rauskotzen. Und irgendwie wurde das zu... Im Lauf der Zeit. Es war ihm egal. Und ich gab auf und tat, was er wollte. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist.
Aber als ich euch in Frostfeller angegriffen habe, lass mich einfach sagen, dass das nicht meine Idee war. Aha. Interessant. Schwierig, aber interessant. Ich glaube, er kann gerne bei uns bleiben. Ich hatte auch keine anderen Pläne. Du lässt mich also einfach mit meiner eigenen Axt rumlaufen und so weiter? Das heißt nicht, dass ich dich nicht im Auge habe. Das kann ich akzeptieren. Du bist ein guter Mann. So, ich muss los. Und ich muss mal pissen. Du bist hier nicht der einzige beschäftigte Mann, weißt du? Schütz den Kopf, als ich Ecke vom Lager entfernt. What the fuck? Ja, das tue ich auch gerade tatsächlich hier vom Screen. Heroes. Okay, Oddlife ist nicht tot, Oddlife ist nur injured. Okay. Wen oder was leveln wir auf Level 5 und wem oder was bringt das was? Ah. Mhm. Oh, wir haben diese Handschuhe neu daran drin. Uha. Geil. Plus 3 Stärke. Geil. Die Frage ist, wen bringen wir jetzt noch auf Level 5? Wir könnten sogar 2 Leute auf Level 5 bringen, also zum Beispiel Rook und Alette. Oder Ivar und Rook oder Gunulf, Ivar, was weiß ich. Und ich würde es auch langsam gerne machen. Wir brauchen zwar wieder mal Vorräte, oder? Kurz mal geguckt, wie viele Vorräte haben wir? 3 Tage. Gut, wir bringen eine Person auf Level 5. Eine Person bringen wir auf Level 5. Frage ist, welche? Gunulf, Ivar, Rook, Alette. Hogun, ist der schon Level 5? Ja, der ist auch Level 5. 14 war da der Cap, ne? Ja. Mhm. Wir können ja mal gucken, wem es wie am meisten bringt. Bei Ivar würden wir wahrscheinlich blind 2 Punkte in die Stärke buttern, die er so gar nicht so viel benutzt zurzeit. Okay. Bei Gunulf würden wir blind 2 Punkte in die Rüstung packen. Was uns auch nur begrenzt 4 bringt. Bei Rook würden wir sie wahrscheinlich einen in Anstrengung und einen in Willenskraft oder so packen. Bei Alette einen in Stärke und einen in Willenskraft oder Anstrengung, weiß ich nicht. Dann könnten wir Level 5 Artefakt ausrüsten. Entweder geben wir das Ivar, dann hätte er 19 Rüstung und einen Angriffsanzieh-Dingsbums. Das hier könnten wir sehr gut Gunulf geben. Was hat Gunulf denn überhaupt für ein Artefakt? Ah ja, okay. Mhm. Gunulf könnte sehr gut entweder Güllenfüri mitnehmen oder das hier. Ich glaube, das hier geben wir, könnten wir dann Gunulf geben. Und Ivar kriegt dann noch mehr Rüstung einfach. Dann hätte er 19, wenn ich ihm denn das Level gebe und 15er Stärke. Das wäre alles ganz nice. Wobei, vielleicht, na, machen wir 14er Stärke und einen mehr hier. Das ändert aber nichts daran, dass wir dann das zweite Level 5 Artefakt niemandem geben. Denn wir haben niemanden, dem wir diese Handschuhe geben können, den wir den nicht auch leveln. Das heißt, wir müssen tatsächlich 2 Leute leveln, denn beide Artefakte sind auf Avent irgendwie doof. Aber das würde ich auch gerne noch zumindest so lange aufbewahren, bis wir das nächste Mal irgendwo was einkaufen konnten. Ah, das Leveln der Charaktere in diesem Spiel macht's auch echt einem nicht einfach. Ekil halte ich jetzt für vertrauenswürdig. Die Werte von Ekil sind für einen Menschen echt geil. Muss man mal so sagen. Aber naja. Rook ist natürlich der, ich sag mal, die sicherste Miete, wenn es ums Leveln geht, weil der am längsten definitiv dabei bleiben wird. Oh je, wir haben die Story von Nid gar nicht durchgelesen, ne? Nid ist dreifache Mutter und musste sich früher niemals Sorgen machen, dass Wüter beispielsweise ihr Heimatdorf Frostfaller zerstören würden. Sie konnte sich also aber unerwartet gut anpassen. Okay. So, schon gelöst. Ja, wie machen wir's? Ich kann mich echt nicht entscheiden. Ich sitze jetzt hier davor und überlege und überlege. Gunulf weiß ich nicht. Den finde ich nur mittelmäßig überzeugend. Krumrul finde ich übrigens sehr überzeugend. Den hätte ich gerne weiter gelevelt. Aber dafür reichen dann die Dingenspunkte nicht. Obwohl, 10 muss ich ausgeben, um mich zu leveln. Oh, und dann verbessere ich auch deine Fähigkeit, die ich fast nie benutze, ne? Dann würde ich 30 ausgeben insgesamt, ne? Für Level 5 braucht es 20. Ja. Das wäre auch noch verlockend. Das könnte man machen. Also Krumrück kriegt auf jeden Fall ein Level. Jetzt hat er sich verdient.
Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht in der nächsten Episode dann sofort. So. Der könnte jetzt auch schon noch ein Level machen, ne? Ja. Braucht aber noch ein bisschen mehr für Level 5, okay. So, wen bringen wir jetzt auf Level 5? Ich kann mich doch nicht entscheiden. Was hat Krummel gerade dabei? Ach, der hat immer noch dieses wirklich gute Armband von Alette, das ich auch effektiv als Level 1 Artefakt immer dabei behalten werde, weil es zu gut ist. Es macht im Prinzip genauso viel wie Dunderes Hand. Das gibt plus 3 auf ein Attribut und es gibt halt plus 1 auf 3 verschiedene Attribute, ist aber trotzdem gut. Rüstung, Stärke und Willenskraft. Ja, also insofern ist das quasi ein Level 5 Artefakt, muss man mal so sagen. Nochmal gucken. Bei Alva wird es auf Stärke und Anstrengung hinauslaufen. Bei Gunnulf auf Rüstung. Bei Rook auf Willenskraft und Anstrengung. Bei Alette auf Stärke und Anstrengung oder Willenskraft. Ich glaube, Alette kann darauf verzichten, weil die mit ihren Werten und dem Artefakt, das sie dabei hat, ihren Job so auch ganz gut erledigt. So, haben wir nur noch 3. Gunnulf, wie gesagt, ja, aber da finde ich die anderen beiden geiler. Ich weiß halt leider nicht, wie lange Ivar überlebend bei uns ist und wie lange der sich da noch sinnvoll einbringt. Aber zusammen mit dem aktuellen Artefakt hier und ihm dann noch mehr Stärke geben, ist schon geil. Was macht deine Fähigkeit? 5 Rüstungsschaden dann. Krass. Das ist auch gar nicht so wenig. Rook kriegt ja leider kein neues Level seiner Fähigkeit. Gunnulf trifft einfach nur einen mehr, richtig. Alette, die ihre Fähigkeit eigentlich nie benutze. Naja, okay. Ah, Leute, wir sitzen hier schon wieder so viele Minuten nur vor dieser Frage, wen ich level. Das ist dieses Spiel, dieses Spiel. Dieses Spiel. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck, und du bist weg. Weg bist du noch lange nicht. Ey, das ist echt schwer, weil man so wenig von diesen Erfahrungspunkten hat. Ich würde so gerne mehr Leute leveln. Komm, wir leveln jetzt Ivar und fertig. Zack. Da einen und da einen, würde ich sagen, oder? Ja. Damit ist er momentan wieder Level 5 und wir könnten überlegen, ihn zu ersetzen. Yay. Ich überlege immer noch, entweder Ekkil oder Nid mal mitzunehmen. Einfach, um tatsächlich einen Charakter noch nachzuleveln schon mal, in sicherheitshalber. 12, 10. Der hat jetzt schon 10, 11 auf Level 1. Also das heißt, nach einem Level-Up käme der auf 12, 11 und wäre besser als Hugun von den Grundwerten her. Wobei Hugun hat dafür hier schon mal einen Erschöpfungspunkt mehr, 5, 13. Bei 5, 13 haben sie beide, aber er hat schon mal eine Anstrengung auch mehr. Also Ekkil wäre in 2 Leveln ungefähr so stark wie Hugun jetzt. Nee, Ekkil wäre in 2 Leveln. Also wenn Ekkil dasselbe Level hätte wie Hugun, dann wäre er um einen Wertepunkt besser. Wenn das Sinn ergibt. Bei Nid sieht das ähnlich aus. Wenn die 3 Level hat, dann hat sie 8 Punkte zum Ausgeben. Damit kommt sie sicherlich auf ähnliche Werte wie Alette, wenn nicht auf bessere. Rüstungsmäßig hat sie nicht ganz so viel drauf wie Alette, aber mehr Stärke. Naja. Gut, okay, egal. Wir haben es endlich gemacht. Wir haben irgendwen gelevelt. Noch irgendwer? Nein? Gut. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich muss mich jetzt noch um ganz viele Dinge kümmern. Das war eine schöne Aufnahmesession mit euch. Ich hoffe, The Banner Saga gefällt euch. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mal eben Daumen nach oben, Abo oder sowas da lasst. Das wäre cool. Und ansonsten freue ich mich aber auch, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin bin ich die Zimmerende, wünsche euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.